Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Thema Muskelkater und was kann ich tun, dass, wenn ich Muskelkater habe. Aber bevor ich darauf eingehe, möchte ich überhaupt erstmal erklären, was Muskelkater eigentlich ist und wie er entsteht. Und die Ursachen des Muskelkaters sind bis heute noch nicht ganz so richtig. Es gibt da ganz viele unterschiedliche Sachen. Früher wurde gesagt, dass der Muskel durch Milchsäure, also Laktate, übersäuert sei. Dies wurde aber jetzt auch widerlegt und durch Beobachtung nimmt man heute an, dass es durch eine Überlastung, also ein zu harten Training kommt. Da kommt es dann zu kleinen Rissen im Muskelgewebe und diese Risse, in diesen Rissen entstehen kleine Entzündungen. Es kommt dann zu Eindringen von Wasser in den Muskel und der schwellt dann an und das führt dann zu einem Schmerz. Wann kommt der Schmerz? Wir wissen alle, bis wir den bemerken, dauert es ja auch. Ne? Und meistens kommt er ja auch dann so zwischen 12 und 24 Stunden später, also nicht direkt nach dem Training. Aber wodurch entsteht er jetzt ganz genau? Meistens kommt der Muskelkater, wenn wir uns ungewohnt lange oder auch körperlich zu stark belasten. Meistens liegt es halt auch daran, dass man sich selber überschätzt oder der Trainer einen überschätzt und man seine Belastbarkeitsgrenze überschreitet. Was kann man aber jetzt tun, um den Muskelkater um den gar nicht zu bekommen? Auf jeden Fall hilft keine Dehnübung vor dem Training oder nach dem Training. Also Dehnübungen vermindern den Muskelkater nicht. Das heißt aber nicht, dass er vor dem Training nicht mehr dehnen soll. Es gibt halt auch bestimmte Sportarten, bei denen das Dehnen wichtig ist. Zum Beispiel so Sportarten wie Ballett, Karate oder so. Da, also alle Sportarten, bei denen man eine große Beweglichkeit benötigt. Aber was hilft jetzt wirklich? Auf jeden Fall hilft ein gründliches Aufwärmtraining, also ein Aufwärmen der Muskulatur vor dem Training, sozusagen ein Warm-up. Das Aufwärmtraining führt nämlich dazu, dass die Muskulatur leistungsfähiger wird und das verringert das Risiko der Überbeanspruchung und sozusagen verhindert das den Muskelkater. Was kann ich aber tun, wenn ich schon Muskelkater habe? Also oft helfen Massagen, sanfte Massagen mit so flächigen und sanften Ausstreichungen. Kräftige Massagen sollte man auf jeden Fall vermeiden, weil sie alles viel, viel schlimmer machen. Wärmebehandlungen, warme Bäder, Saunagänge, vor allem direkt nach dem Training, helfen den Muskelkater ein bisschen erträglicher zu machen und er verschwindet etwas schneller. So, und jetzt hoffe ich, dass ich euch helfen konnte und ihr wisst jetzt, was Muskelkater ist, was könnt ihr machen, damit ihr ihn vermeidet, aber was könnt ihr auch machen, wenn der Muskelkater schon da ist. Ich wünsche euch einen schönen Tag, ein tolles Training und bis bald, eure Silke. Tschüss!